Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dungeon Defenders 2. Mit dabei sind wieder der gute LOM Pikanta und der gute Darky. Guten Tag. Au. Wir haben im letzten Part zwei Maps bereits gemacht und die nächsten zwei Maps werden dann auch hier stattfinden. Gehe ich mal stark von aus. Jo, die Frage ist, wollen wir die Dinger verteidigen oder wollen wir sie nicht verteidigen? Welche Dinger? Die zwei Gates hier. Ja, wäre sinnvoll, Einmal oder? das Gate und einmal das Westgate. Naja, ich meine, schlussendlich sowieso am Anfang dann noch beim Ich nehme Kristall. wieder, ich, ich nehm wieder hier die einfach die linke Seite primär. Ganz gut. Okay, Ich na gut, dann glaube, ja gut. Hat sich Aber wie das das letzte Dame ja Mal. eigentlich erledigt. Es war eine gute Strategie, fand ich. Da musst du nur die Oh, ganzen schaff Dinges mal. hier hinstellen, ne? Ich muss halt nur überall rumlaufen und überall meine scheiß Barrikaden aufbauen, ja. Das heißt, in dem Sinne müsste ich eigentlich schon wieder das ganze erste Startergeld bekommen. Naja, das kann ich dir geben, 233. Hatte Nee, nee. 233. Alles bekommst du nicht. Ein Drache, ein Drache. Da hinten. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh, das ist ja hässlich. Das ist ja voll der kleine Boy. Ein Gut. Drache. Ja, gut. Das ist die Hauptsache, ne? Geht nicht darum, ob er schön ist oder nicht, aber es ist Drache. Moment, Lombi, wo willst du deine Mauer haben? Oder vielleicht kannst du dir hier neben das Ding bauen? Ja, mir fehlen noch 7 Punkte. Dankeschön. Das reicht ja schon. Ich kann die ja selber auch upgraden, oder? Ja. Ja. So, wo willst du deine Mauer haben? Ich gebe dir noch die restlichen Punkte hier. Fliegt er einfach und schmeißt sie mir auf den Boden, als So, wäre oder? es. Ich gebe dir meine auch Das noch. Problem ist, ich habe 1, 2, 3, 4, die ich schützen muss. Das wäre am besten, es Theoretisch, du wäre. musst hier oben zum Beispiel gar nicht beschützen, weil hier bin ich ja. Ah, Mann, ey, du bist wieder von meinem Maler Entschuldigung, weggerannt. damit ist er weg. Und hier musst du auch nicht beschützen, weil hier ist Lombi. Ja gut, dann muss ich schon die rechten zwei schützen. Du hast also nur hier in der Beziehungsweise. Mitte eins und Ja. hier drüben eins. Ja, das sollte. Beziehungsweise dann, wenn da auch noch. Ja, das sollte gehen. Vier Wellen. Interessant. Du hast jetzt hier einfach drei Barrikaden von mir bekommen. Alles Spaß. klar. Und während ihr dort die kleinen Barrikaden habt, baue ich mir hier hinten den Koloss auf. Oh! Mainstream. Also deine Blockade, die du mir hier gebaut hast, die ist schon richtig heiß, die will kämpfen. Ja. Ja, fragen wir meinen Koloss. 30 Sekunden. Time Ja. after time. Frag mal den Koloss bei mir drüben, wie sie Warum gehen gerne die hier eigentlich nicht hier lang und springen möchte. oder springen einfach hier die Wand runter? Was ist das für ein Quatsch? Weil die nicht springen können. Die sind ja voll unclever. Das sind Bots, das erwartest du. Acht, Ich. sieben, sechs, fünf, vier, drei. Ich wollte gerade sagen, irgendwie warst du eine Sekunde hinter der Zeit. Bereits, ja. Too Los much. geht's. Chaos. Oh, kommen schon ganz viele an. Die mache ich gleich mal richtig Putz. Kommt Butz, Butz, her. Butz. Putz. Putz. Lalalala. Oh, ich hab's geschafft. Ich baue jetzt noch was. Ich war ziemlich verspätet, aber ich baue es. Ja, ist lieber spät als nie, sagt man ja. Damit habe ich nämlich auch meine Waffenfabrik wieder da. Oder kommt die nächste Fuhre an Gegnern? Das heißt, ich kann ab und zu mal bei Bloody helfen. Meinem Blickwinkel aus. Ja, ist tatsächlich ein bisschen heavy. Hier die Ecke. Ja, die Ecke kann ich jetzt zumindest ab und zu mal helfen. Ach, nein, ich bin runtergefallen. Atomlancer sollte gleich ready sein. Hat schon hier ist schon ein bisschen höher der Schwierigkeitsgrad. Atomlancer ist ready. Aber scheint gerade nur noch der letzte zu sein hier vorne, also.
Ja, gehst mal bei mir hoch. Wave complete. Oh je, Mini. Gib mir Punkte, gib mir Punkte! So. Ah, da ist doch meine Kiste. Oh, ich hab ein Portal hier. Gut. Okay. Fuck, jetzt hab ich den falschen gepusht. Machen wir es so. Macht mein Lightning Strike eigentlich irgendwas Cooles? Theoretisch. Warum kann ich nichts upgraden? Ich habe genügend Zeug dafür. Kann weder was upgraden noch was verkaufen. Keine Ahnung. Also wir haben noch genug Punkte, die wir benutzen können. Ich habe auch 166 und könnte eigentlich was upgraden, aber ich kann es irgendwie nicht. Aber wo bist du jetzt gerade? Lampi, komm mal her. Hm, was ist los? Könntest du theoretisch meinen Koloss upgraden? Was ist denn dein Koloss? Das große Ding hier? Ja. Ja, würde 50 kosten. Achso, doch. Dann hier. Hier. Ja, das hat sich jetzt alles platti gesnackt. Nicht wahr. Gut, und dann da drüben eine andere Barrikade auch noch einmal, wenn möglich. Die hier direkt nebenan? Ja. Ja, reicht nicht mehr. Ich habe nämlich deinen Koloss zweimal abgegradet. Ups. Egal. Na, können losgehen von mir aus. Jo. Ich baue hier noch fix einmal meinen Proton-Beam auf. Was? Protonski. Protono. Ups, falsche Taste. Ich habe ja vergessen, dass ich noch Geld sammeln kann. Geld ist Money. Money in the Bank, yo. So, ein so ein Proton-Beam rein. Und hier Camps. Camper. Ah, hier hast du dein Portal. Soll ich dir hier helfen? Ja, oh, schaffst du das so, oder? Ich hab. Theoretisch kann ich ab und zu mal vorbeischießen. Ich hab gute Wachen, sagen wir es mal so. Ja, theoretisch kann ich ab und zu mal vorbeischießen. ja, was? Seien Sie guten. Ich bin gleich auf Position. Nur noch fixes Geld sammeln. Ja gut, bringt nichts, du hast nur drei. Sag dir, wenn du Hilfe brauchst, dann sag Bescheid, ja. Bescheid. Ich hab ich komme. Holy shit. Da geht alles in die Luft. Mega der Flaser. Boah, scheiße. Warte, ich helfe. What the fuck? Total, die einfach umgedroppt. Auf der Brücke. Was ist das für ein Mist? Ich putze einfach mal so mit rein. Wave complete, das ist nice. Ich brauche dringend Punkte. Brauchst du? Hol dir auch gerne auch meine Punkte, wenn du unbedingt brauchst. Im Grunde brauche ich jetzt noch, wie viel habe ich jetzt? 48 plus 60. Gut. Ich muss bloß mal gucken, dass ich bei mir repariere. Ansonsten steht bei mir alles ganz gut. Wenn das Upgrade ist, dann ist es automatisch repariert, ne? Ist das so? Ja. Habe ich beim letzten Mal erklärt. Als ob ich dir zuhöre. War ja klar. Wie immer. Ich muss erst mal gucken, kann ich überhaupt reparieren mit R. Level up! So, die restlichen Punkte verballere ich jetzt, um zu reparieren. So, was kann ich hier immer noch bauen, ey? Irgendwie lohnt sich ja nichts.
Hast du vielleicht nochmal 8? Wen meinst du? Dich. Direkt bei dir. Gut, danke. Dann kann ich reicht das? Meine... Ja, reicht schon. Okay. So. So, Barrikaden upgraded. Ich bin ready. Vielleicht vorsichtshalber. Ich dachte, du bist bloody. Ja, das auch. Ich weiß ja leider nicht, wie das hier ist mit den Portalen. Ja, Portal ist hier bei mir. Ist aber, sollte eigentlich durch die Dank die Wölkchen mal ganz gut nehmen. Dann mache ich mal einen Notfallplan. Falls das Portal ja überhand nehmen sollte, schreist du einfach und ich sehe dann mit dem Portal. Das Portal ist hier rechts bei mir, wie drei Verteidiger sind. Hä? Aber es sind noch zwei Wölkchen und die Harp hier rechts. Ist auf der falschen Seite. Da lang musst du. Es gibt doch noch einen rechts. Hier, da hinten. Ach so, hier. Ah, okay, alles klar. Gut, kein Problem. Die sollte es überhand nehmen, schreist du einfach, ich schieße dann auf die roten Bällchen. Ja, ja. Dann macht's Boom. Es hat Boom gemacht. Ach, die kommen ja auch von da oben. Du Scheiße. Oh Gott, bei mir brechen sie durch, weil ich bloody helfe. Ja, bleib da oben. Nee, ich habe halt da noch ordentlich was gebaut. Beziehungsweise stehe ich da mit meinem Laser. Apropos Laser, Mega Death Laser ist ready, aua. Die Dryade hat echt Bums hinter. Ja, jetzt bin ich wieder zu hören. Lass uns mal explodieren, Bloody. Ist das in Ordnung? Ha? Oh ja. Explosion! Explosion? Ich finde das einfach geil, dass die Wolke einfach hin und her dackelt. Achtung, Bloody, Explosion! Hadouken! Alter. Meine Atomrakete drüber geschickt, also nichts Schlimmes. Jesus, das ist ein Gemetzel hier. Und wir müssen ja noch ein paar Wellen kommen. So, irgendwie wird die aber nicht doch jetzt ins Operett, das ist ja, krass, doch nur noch einer. Achso. Ich bin immer etwas langsamer, weil ich wirklich alles komplett vorbereite. Nice. Gut. Oh fuck, guck mal, wo jetzt hier ein Portal ist. Dark, wir brauchen ja. Wir brauchen hier was. Ich reiß auch mal wieder was ab, was ich bei Bloody vorhin gebaut habe. Der dunkle Lord ist da. Damit wir wieder ein paar Punkte bekommen zum Bauen. Tetras. So. Ah, mir fehlen noch genau zwei Punkte, dann könnte ich das eigentlich noch upgraden. Dankeschön. Jo, geil. Huge. Dann würde ich sagen, da das jetzt sowieso die letzte Runde ist, können wir hier unten verbleiben, oder? Und ballern hier einfach ein bisschen. Noch Punkte oder nicht? Nee, ich hab 9 Punkte habe ich noch. Ich bin pleite. Gib die mal her. Hä? Warte mal. Hier ist noch einer, hier ist einer, der repariert werden muss. Hm, oder? Wo? Hier, der hier. Wo ich gerade vorstehe. Wo stehst denn du? Ich weiß doch nicht, wer von all denen du bist, das ist schon wieder Dark hier. Ja, da bin ich. Hier, die rechte. Oh, ja. Ja, den kann ich nicht reparieren. Siehst du aber auch auf der Karte, ich habe ein bisschen reparieren können. Besser? Jo. Du siehst auf der Karte ich auch. Ich würde jetzt sagen, wir warten einfach hier unten. Können wir machen. Naja, die Bosse
würde dann nicht unbedingt warten. Ja, den Boss, den kann man doch von hier, von der Entfernung, kann man den ein bisschen anschießen. Ja gut, es gibt nicht, wir haben, wie viele Bosse haben wir? 3 oder 4? 3, ne? Mhm. Ja, von ihrer Seite einer. Okay, na gut, dann. Ja, nicht ganz, weil da geht's hier ja eigentlich um das Portal, ne? Das Portal wird schon halten, oder? Ja. Ja, okay, ich kann zur Not zu dem Portal nochmal schnell springen. Das geht. Fieser Level 34, Jesus. Ja, toll, okay. Das ist eine Magie-Ding, was ich hier machen kann. Oh. Ich übernehme! Laser! Mein Boss ist gleich down. Ja, mein Boss ist down. So Leute, ich komme zu euch. Uhu. Ich sollte mich mal heilen gehen. Alter, wie hat die Gegner spawnen an hier unten an dem Loch? Naja. Boah, Alter, mit Level 32 ist so. Das war's, oder? Jo, Victory. Nice, ich alles schnell einsammeln. Alles Loot, was hier rumliegt. Level 21. Loot, ich brauch Loot. Loot für die Welt. Juhu. Ich hab neue Schuhe gefunden, juhu. Jetzt ist nur die Frage, sind sie auch gut? Ja, das weiß man noch nicht. Siehste. Oh, hier ist ein Bogen. Bogen! Bogen mit Suppengrün. Habe ich auch noch. Bei 2 von 3 Bossen habe ich mitgewirkt. Jo, ist doch ganz gut. Nicht auf viel Stuff rum bei dir, Dark. Da hinten bei Dark liegt noch was, was ich einsammeln kann. Kiste, Kiste, Kiste. Boop. Lass mal das mitnehmen. Hätte aber eine Kiste in der Kiste. Scheiße, ich hasse es. Hast du jetzt einen Schlüssel? Nee. Ich habe einen Schlüssel, aber keine Kiste. It's magic! Schwerter. Oh, das ist ein Flammenschwert gewesen. Nice. Kostet einen Key, oder wie viele Keys habe ich denn? Wo sehe ich denn, wie viele Keys ich habe? Gar nicht, oder? Was haben wir denn hier für ein Schwert? Ingo, Ripper, Hero Damage, Feuer Damage. Egal. Oh, cool. Von mir können wir in die nächste Runde. Ja. In Mitch. Muss mal gerade gucken, ob ich mein Deutsch. Moment. Stiefel habe, die besser sind als die, die ich jetzt habe. Also, ich habe nur Schund gefunden. Ja, hab tatsächlich ein bisschen was Besseres gefunden. Ich habe einen neuen Laser gefunden. Ui. Laserstrahl? Ein Laser. Oh toll, ja, ich kann mich nicht mal auf das Haus hier drauf stellen, das ist echt scheiße. Jetzt habe ich einen gelben Laser. Mega Man. Ich sollte eventuell mal die ganzen Defense Speed. Wow, okay, das ist ein richtiger Speed Laser. Vor allem, ich bin ja der Einzige, der mit kostenlosen Helden kämpft, ey, ihr mit euren Bezahlhelden. Lumpy. Was denn? Komm mal her. Hm? So, dass du Menschen sehen kannst, wo er lang fliegt. Das ist ein richtiger Speedschuss. Okay. Ui, cool. Guck mal, man ist auch schnell. Auch nicht so schnell wie der andere. Warte, ich lade mal meinen Schaff auf. Ready. Go. Campaign. Ich verstehe das nicht. Jetzt kommt ja dieses lustige Level.
Achso, das. Hm? Allerdings würde ich sagen, wir beenden diesen Part ab dieser Stelle, denn diese Map, wissen wir schon beim letzten Mal, haben wir locker eine komplette Folge gebraucht. Stimmt. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt einen Cut machen. Und die dritte Folge, die wir jetzt im Bunde aufnehmen, wird dann diese schicke Map hier sein. Ich hoffe, bis dahin habt ihr viel Spaß dabei. Von meiner Seite aus sage ich schon mal tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.